Mach doch mal die Stelle mit den Kleinen jetzt. Das ist ja furchtbar weit weg. Direkt ist das 10, glaube ich. Okay. Ja. 2 vor 10. 2 Takte vor 10. Neue Säle, eine fremde Akustik und große öffentliche Aufmerksamkeit. Drei Parameter, denen sich das NDR-Sinfonieorchester von früh an stellen muss. Seit es 1950 den Schritt aufs internationale Parkett gewagt hat, muss es sich mit den Spitzenorchestern dieser Welt messen lassen. Nein, nein, ist egal, es ist immer zu stark. Diese Diedel, 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 das ist immer zu stark hier, wenn die anderen die Melodie haben. Der Anspruch ist hoch, entsprechend angespannt auch mal die ein oder andere Anspielprobe. Ich klinge hier ebenso unangenehm wie schon in Bremen. Diese ganzen Zap, Zap. Sie spielen Bam, 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 Bam. Wenn Sie auf der ganzen Reise das machen, sparen Sie natürlich eine Menge. Schon als das Orchester 1945 gegründet wird, hat Hans Schmidt-Isserstedt eine klare Vision. Er will das Orchester binnen kürzester Zeit zu Weltruhm führen. Mit harter Probenarbeit und mit Reisen durch In- und Ausland. Los geht es im Sommer 1949 mit einer ersten Tournee durch Deutschland. Das damals noch Sinfonieorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks spielt in Kinos und Schlosshöfen, wie hier in Heidelberg. Doch dabei soll es nicht lange bleiben. Nur wenige Monate später, im November 1950, folgt die Premiere im Ausland. Als erstes deutsches Orchester nach dem Krieg reist das Sinfonieorchester des NWDR nach Paris, wo es im Théâtre des Champs-Élysées 2 Konzerte gibt. Man fürchtet ein wenig die Reaktion des französischen Publikums, unbegründet. Wir spürten vom ersten Auftritt die sich immer mehr steigernde Sympathie und Wärme des Publikums. Und dieses in dieser Form nicht erwartete Gefühl spornte uns alle zu der letzten Hingabe an die Musik. Sehen Sie, das sind so Ereignisse, die kommen so einmal im Leben eines Künstlers vor. Auch die französische Presse ist voll des Lobes, spricht vom außergewöhnlichen Rang des Orchesters und seines Chefdirigenten. Aus einstigen Erzfeinden werden Freunde. Beflügelt von den Erfahrungen in Frankreich tritt das NWDR-Sinfonieorchester ein Jahr später, im November 1951, seine erste England-Tournee an. Ganze 14 Konzerte stehen auf dem Spielplan. Über London, Birmingham und Manchester geht es bis nach Irland. Dabei wird, der englischen Tradition folgend, vor jedem Konzert die britische Nationalhymne angestimmt, selbstverständlich im Stehen. Anschließend erklingt auch die deutsche. Bereits 2 Jahre später kehrt man im Frühjahr 1953 auf die Insel zurück, auch dieses Mal wieder nach London, wo das Orchester gemeinsam mit dem Königlich Philharmonischen Chor aus London Beethovens 9. Sinfonie zur Aufführung bringt. Das Konzert in der Royal Festival Hall ist ein voller Erfolg. Es endet mit minutenlangem Beifall, der durch die Live-Übertragung im Radio auch in Deutschland zu hören ist. The Symphony Orchestra of Nordwestdeutscher Rundfunk, Conductor Hans Schmidt-Isserstedt. This program was also heard by listeners in Germany to Nordwestdeutscher Rundfunk, Hamburg. Unsere Sendung ist beendet. Gute Nacht. Als erstes Orchester der westlichen Welt nach dem Krieg darf das mittlerweile NDR-Sinfonieorchester im April 1961 schließlich in die Sowjetunion einreisen. Für 3 Konzerte in Moskau und 3 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Als die Musiker am 12. April in Moskau landen, geht ihre Ankunft zunächst in großem Jubel der Bevölkerung unter. Er gilt dem Kosmonauten Juri Gagarin, dem als erster Mensch an Bord des Raumschiffs Vostok die Umkreisung der Erde in nur 89 Minuten gelungen ist. Doch auch die Konzerte des NDR-Sinfonieorchesters kurz darauf werden enthusiastisch gefeiert. Selten hat man so ein aufmerksames Publikum erlebt. Die Leute standen in den Reihen und waren vollkommen still. Auch bei dem leisesten Adagio hat man nichts gehört, obwohl also hunderte von Menschen standen in der ganzen Zeit. Und nachher brach ein derart überwältigender Jubel los und wir konnten gar nicht weg.
4 Zugaben fordert das Publikum. Danach muss Hans Schmidt-Isserstedt das Orchester von der Bühne bitten, weil der Jubel nicht aufhören will. Vielleicht auch, weil als besondere Geste des Orchesters die Zugaben auf Russisch angesagt werden vom langjährigen Solocellisten des Orchesters Arthur Tröster, der selbst aus Odessa stammt. Nicht nur künstlerisch, auch politisch ist der deutsch-sowjetische Kulturaustausch geglückt. Russen und Deutsche rücken einander wieder näher. Es werden die Mitglieder des NDR-Sinfonieorchesters für den Lufthansa-Flug 840 nach New York in den Warteraum A zum Ausgang 11 gebeten. Im Winter 1963 geht es für das NDR-Sinfonieorchester dann erstmalig in die USA. Die freundschaftliche Verbindung zwischen Hans Schmidt-Isserstedt und dem Chefdirigenten des Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, macht es möglich. Es ist bitterkalt an der Ostküste Amerikas. Die Temperaturen gehen runter auf bis zu minus 40 Grad. Die Niagara-Fälle sind zugefroren. An manchen Tagen werden im Bus bis zu 800 Kilometer zurückgelegt. Anders ist das Pensum von 26 Konzerten in 30 Tagen kaum zu schaffen. Ein Kraftakt für alle. Der es wert ist. Ein Höhepunkt für alle Beteiligten, das Konzert in der berühmten New Yorker Carnegie Hall am 7. Januar 1963. Das Orchester ist endgültig in der Weltklasse angekommen. Das Orchester kann sich mit jedem amerikanischen Spitzenorchester messen. Ich wollte, dass Schmidt-Isserstedt gerne mal als Gastdirigent die New Yorker Philharmonik übernehmen würde. Es folgt schon schnell die zweite USA-Reise. Im Herbst 1969 kehrt das NDR-Sinfonieorchester in die Vereinigten Staaten zurück. Diesmal geht es auch an die Westküste, unter anderem nach San Francisco und Los Angeles. Man konzertiert in 20 Städten. Hans Schmidt-Isserstedt hat es geschafft. Rund 20 Jahre nach seiner Gründung ist das NDR-Sinfonieorchester in aller Welt bekannt. Und mehr noch, zu einem musikalischen Botschafter für den Frieden zwischen den Völkern geworden. Eine Tradition, der das Orchester bis heute treu geblieben ist. Unzählige Reisen sollten seither folgen. Wie 2007, als das Orchester zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge unter der Leitung von Christoph von Dohnányi unter anderem in der UNO spielt, vor den Vereinten Nationen. Ich finde es schon wichtig, dass wir im Rahmen dieser wirklich Verantwortung Deutschlands für die Politik Europas, dass wir das ernst nehmen und uns da zur Verfügung stellen. Das ist schon wichtig. Natürlich spielt man auch diesmal in der Carnegie Hall. Zwei Konzerte, unter anderem die erste Sinfonie von Johannes Brahms, mit der das Orchester das amerikanische Publikum begeistert. It was such a wonderful concert. Absolutely amazing, remarkable, really remarkable. It's like one instrument and it's sonorous and it's rich without smudging the delicate details, if there are any. Auch seine Verbundenheit zu den Russen pflegt das NDR-Sinfonieorchester. Im Millenniumsjahr 2000 lässt es die Beziehung der Partnerstädte Hamburg und St. Petersburg musikalisch aufleben. Im Hanse-Projekt, das die Hansestädte Hamburg und St. Petersburg miteinander verbindet, werden die Chefdirigenten getauscht. Christoph Eschenbach dirigiert das Orchester des Mariinsky-Theater, Valery Gergiev das NDR-Sinfonieorchester. Es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam auf der Bühne stehen und als gleichberechtigte Partner in Freundschaft zusammenarbeiten. Denn wir dienen alle einem Ziel, der musikalischen Weltkultur. Ich glaube, dass wir unsere Konzerte hier als gelungen betrachten können, denn ich habe während meiner Arbeit hier keine Spannungen, keine Konkurrenz, geschweige denn Feindschaft gespürt. Zusammen geht es auf Tour und findet seinen krönenden Abschluss im gemeinsamen Konzert der beiden Orchester auf der Expo 2000 in Hannover und im Rahmen der Weißen Nächte in St. Petersburg. Und ebenso
so der asiatische Raum, gehört inzwischen fest zu den Konzertorten des Orchesters. Nachdem man mit dem Dirigenten Stanek Makkal 1978 in Hongkong erstmals asiatischen Boden betreten hat, ist das NDR-Sinfonieorchester seit 1987 regelmäßig in Asien zu Gast. Vor allem in Japan und China, wo man seit 2015 in Shanghai sogar eine Akademie betreibt und einmal im Jahr Meisterkurse und Konzerte gibt. Auch für den Chefdirigenten des mittlerweile NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, Alan Gilbert, der selbst multikulturelle Wurzeln hat, ist diese Form des Kulturaustausches ein Herzensanliegen. Wir sind das Hamburgs Orchestra. Das ist unser Haus. Das ist, wo die Bulk of our activity happens. This is what we're about. But the fact that we can be an ambassador to the world from Hamburg, share our love of music, share our enthusiasm for making human connections, I think that's such a beautiful thing. And it really, really adds to the artistic quality of what we do.